Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ihr seht schon, ich bin hier fleißig unten am Basteln. Und ja, wir sind hier, wie gesagt, immer noch schön am feinen Arbeiten und schauen, dass das hier vorangeht. Dass das hier ein bisschen voran einfach geht. Ich habe hier die ganze Zeit schon ein bisschen Eisen gemacht. Ihr seht schon, ich habe noch auch nachgefüllt. Wir sind 31 Blocks drin. Bedeutet, wir brauchen, wie schon geschrieben von euch, zum Beispiel von TB, der Autoklicker ist sehr, sehr praktisch. Den werden wir wahrscheinlich auch hier verwenden. Ich weiß nicht, ob ich am Anfang mit Redstone hier arbeiten werde. Mir hat Cool Jack auch einen coolen Tipp gegeben. Vielen Dank dafür. Ich kann, wenn ich was bauen will, mit A draufklicken und dann ist es seitlich in der Liste drin. Sind es die Sachen hier? Oh. Ich habe das gemacht, ohne es zu merken. Das ist natürlich auch geil, weil ich kann mir sowas wie jetzt zum Beispiel das, was ich öfters brauche, ein Iron Amber oder sowas, einfach da drüben schmeißen und ich habe es direkt. Das ist nice. Vielen, vielen Dank für diesen geilen Tipp. Der ist echt, echt genial easy, weil da kannst du halt wirklich die wichtigen Sachen dir reinhauen, die du öfters brauchst. Oder halt die, die man in Zukunft bauen will. Das ist echt geil. Viel geil. Vielen Dank, Cool Jack. Und TB hat auch wieder geschrieben, Cotton Sapling wäre wichtig. Ja, habe ich auch gemerkt, weil ich brauche Strings, um den Autoklicker zu machen, rein theoretisch. Und String kriege ich durch den Cottonwood Sapling. Ja. Deswegen wäre das vielleicht gar nicht doof, wenn ich das mal machen würde, ne? So, und ich will jedes Mal nach da oben klicken, aber ich kann jetzt hier rein theoretisch Eisen rausnehmen. Ihr seht schon, wir haben Massen an Eisen mittlerweile. 600 Eisen. Und ja, ich tue es direkt in Iron Ingots machen, weil die werde ich öfters brauchen wie Iron, wie Blocks. Was ich jetzt nochmal machen will, bevor ich anfange, wir nutzen direkt den Shortcut. Und machen hier Iron Amber draus. Ist jetzt noch nicht so viel wie davor. Aber es reicht auf jeden Fall, um das Ding wieder aufzufüllen einigermaßen. Jetzt schauen wir mal nach oben. Zack. Schöne Wiese und alles. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall einige Umbauten nehmen. Und ja, in Zukunft werden wir wahrscheinlich das hier nicht mehr brauchen. Ich finde, also klar, man kann es jetzt blöd sagen, wir hätten hier auch Glas einfügen können. Werde ich vielleicht auch machen, dass ich eine Seite wirklich in Zukunft Glas mache. Einfach um zu gucken, wie es da stand. Und das ist jetzt relativ unnötig. Dann da hat man schon recht. Natürlich, wenn in Zukunft die Automatisierung passiert, ist das sehr, sehr unnötig. So, wir haben hier natürlich auch schon Redstone Saplings am Laufen wäre. Bedeutet, wir können wahrscheinlich, hier mal gucken. Redstone auch schon produzieren. So, nur einen. Ist die Kiste nicht angeschlossen? Wie habe ich die Kiste angeschlossen? Warte mal. Ist die Kiste nicht im System? Nee, ist sie nicht. Ein neues Storage Link. Ne, wenn ich kann, einen Storage Link noch machen. Storage. Ah, guck mal, ich habe hier noch Storage Links. Ja, das ist vielleicht eine ganz, ganz nützliche Sache dann, wenn ich. Nein, gib meine. Das ist ja beinahe schief gelaufen, Jungs. Und wenn ich jetzt dich hier verwende und dann Redstone eingebe, dann sollte ich ja einige Redstone-Blocks machen können, ne? Nice. Was ich mit dem Resin noch machen kann, das müssen wir nochmal überlegen. Ah, schein. Mit R war das. Ne, da kriege ich das her, woher ich es habe, ne? Aber irgendwie muss ich doch auch. Warte mal, wie war das jetzt? Wenn ich Redstone. Dann wird das daraus produziert. Was kann ich hier schauen? Mit Redstone kann ich Redstone Amber machen. Dann probieren wir doch mal ein bisschen Redstone Amber, weil das kann ich bestimmt dann. Wir nehmen. In unserem automatisierten Ofen schmeißen, so wie ich mir das vorstelle. Und das wird direkt zu Destabilized Redstone. Und kann dann abgefüllt werden. Holy shit, das wird schnell was. Füllt die Scheiße ab.
Nee, aber vorteilhaft ist, dass wir so viel Redstone schon haben. Ja, wisst ihr was? Wir werden jetzt als erstes probieren. Auch wegen genau dem Vorfall jetzt, dass wir so viel Redstone, Redstone haben. Wir werden uns jetzt hier mal ein bisschen Kobbeln nehmen. Und auf der Höhe hier müssen wir jetzt mal probieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das hoffe. Ich will jetzt mal wieder ein bisschen was altmodisches Design und wir können es ja auch machen, weil wir haben die Möglichkeit. So. Wir brauchen erstmal ein bisschen Redstone. Also viel wollte ich gar nicht, scheiße. So ein bisschen was zurück. Dann wollte ich ein bisschen... Ja, wir nehmen den Cobblestone hier. Wir brauchen ein bisschen Wooden Planks. Und vielleicht ein paar Stickies. Habe ich noch ein paar Stickies? Ich weiß es gar nicht. Nee, habe ich nicht. Und jetzt will ich einen Repeater machen. Ein Redstone Repeater. Da ist er oben schon. Ah, da fehlt ein bisschen was. Bedeutet, wir müssen ein bisschen was durch unseren Ofen hier durchlaufen lassen. Lass das mal hier durchlaufen, warte mal. Habe ich hier unten... Bedeutet, er sollte alles abpumpen, was ich hier reinhaue, ne? Perfekt. Ich weiß auch nicht, warum ich unbedingt alles in mein Inventar schmeißen musste, was ich vielleicht brauche. Wenn ich jetzt hier gucke... Ich brauche immer noch einen rein, theoretisch. Bedeutet, wir gehen jetzt mal kurz nach oben, holen noch ein bisschen Koppel. Wissen was? Und tun jetzt den hier auffüllen. Den Rest schicken wir in unser Inventar, damit wir das auf die Schnelle jederzeit haben. Und jetzt machen wir noch einen Repeater. Perfekt, dann brauchen wir ein bisschen. Okay, Redstone könnte ich schon noch gebrauchen, so ein bisschen. So. Dann werden wir es mal probieren. Ich weiß noch ungefähr, wie das damals ging. Schau, ob mein Wissensstand noch gut genug ist. Und jetzt brauche ich noch eine Redstone Torch. Redstone Torch, eine bitte. Dankeschön. Nein, so sollte das nicht laufen. Perfekt, jetzt haben wir hier so eine tickende Glock. Ich werde das mal schneller machen. Genau, jetzt haben wir eine schnelle Glock. Und die führen wir jetzt einfach nach hier oben. Ja, hier brauche ich auch nochmal ein paar Repeater. Oder ich muss seitlich an die Blocks gehen. Das geht halt dann nur auf der einen Seite. Wenn ich jetzt... warte, wir brauchen ein bisschen Koppel. Wir müssen es jetzt einfach mal probieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann so funktioniert, wie ich mir hoffe. Oder auch im Kopf einfach vorstelle. So. Jetzt muss ich noch einen Repeater schnell bauen. Repeater. Machen einfach mal so viel, wie es geht, jetzt auf die Schnelle. Ein paar auf Lager haben ist nie schlecht. Weißt du, früher konntest du auf jeden Fall... Perfekt. Und jetzt probieren wir gleich, ob ich da vorne rein theoretisch dann auch noch anbinden kann. Ja, perfekt. Also es funktioniert frontal, bedeutet ich kann so jetzt arbeiten. Habe fürs erste eine automatische Abfüllstation. Was natürlich mega cool ist, wenn du so siehst. Klar, es ist ein bisschen hunky und ein bisschen dickläufig, aber Hauptsache, wir kriegen das ganze Zeug, was wir da reinpumpen, fürs erste automatisiert hier rein. Das finde ich ist viel wert, weil wenn wir jetzt gucken,
in unser Inventar und nach Redstone suchen. Sind wir beim 100 Blocks hier drin und es werden immer mehr, glaube ich. Oder sollten auf jeden Fall immer mehr werden, genau. Und jetzt können wir rein theoretisch ein paar davon umwandeln. Zack. Und dann haben wir automatisch hier schon, wie viel Redstone drin? Wo ist denn das Redstone? Da 400. Was willst du denn mehr? Und wenn wir hier gucken, ich glaube, Redstone wird auch so schnell nicht weniger. Bis das Ganze hier einmal wirklich durchgelaufen ist. Könnte aber, könnte was werden. Jetzt sind es gerade lockern, zwar perfekt. So wollen wir das. Perfekt, perfekt, perfekt. Weil wir haben jetzt hier schon mal eine automatisierte Clock dafür. Jetzt schauen wir mal schnell nach dem Cottonwood Sapling. Cottonwood. Ich habe hier irgendwo Cotton. Nein, nein. Cotton. Cottonwood Sapling. Wir haben Baumwiel. Baumwiel, das haben wir. Vines. Das war das, was ich letztes Mal gleich noch nicht hatte. Und wir brauchen Junglewood Sapling. Ich glaube, ich habe aber einen Junglewood Sapling. Schauen wir mal meine Saplings durch. Genau, hier haben wir Junglewood Saplings. Und wir gehen direkt mal rauf und platzieren den auf meiner schönen Wiese. Weil da unten müssen wir uns ja erstmal nicht mehr drum kümmern. Das ist natürlich genius. So, perfekt. Wir werden jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4. Jetzt holen wir schnell Bone Meal. Bone. Haben wir ja genug da, das ist ja kein Problem. Wachse, mein Freund. So. Und jetzt holen wir uns schnell. Jetzt wollen wir schnell ein bisschen Iron. Iron. Und mit Iron machen wir ein paar Shears. Zack. Und wenn alles gut läuft. Ja, nice. Haben wir alles auf einen Schlag. So wollen wir das. Geil. Der Rest fällt eh gleich dann wahrscheinlich runter. Aber wenn wir jetzt gucken, können wir, sollten wir rein theoretisch schon einen Sapling, einen Cottonwood. Ah, ich habe Fotten geschrieben. Geil, auch nicht schlecht, oder? Cottonwood Sapling craften können. Perfekt. So brauchen wir das. Und wenn wir jetzt hier natürlich zack machen. Ein paar Saplings sind nicht schlecht. Und dann nehmen wir wieder das Bone Meal, was wir haben. Weil who cares? Schneiden den runter. Lassen den nochmal wachsen. Jetzt machen wir dich nochmal schnell heil. So, mal Strings erhalten. Perfekt. Wie viel waren es denn jetzt? 3 Strings. Nice. Wir müssen jetzt gucken, dass wir so viel wie möglich automatisieren einfach. Bei den Zukunft werden wir wahrscheinlich einige Smelteries einfach automatisiert laufen lassen. Für Eisen, für Redstone und weiß der Kuckuck was. Das wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich halt passieren irgendwann mal. Weil einfach um einiges easier. Strings. Aber nice, jetzt haben wir schon mal. Oh, scheiße. Warte mal. Essen. Stimmt, ich hab was vergessen. Ich hab vergessen, mir irgendwann wieder Essen zu machen. Ja, ja, ist gut. Ich sterb schon nicht daran. Habe ich ein paar gebraten hier drin? Ja, habe ich noch. Nein, gib die her. Total vergessen zu essen. Das gibt's gar nicht. Und auf einmal sind alle weg. Das. Einfach alle aufessen. Hey. Nein, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Jetzt wollen wir nochmal Cottonwood Sapling schnell auf. Pflanzen hier. Zack. Und dann wieder abreißen. Du hast ja nochmal die tonnenweise
Sand angebraten. Wenn ich jetzt gucke und ich will String machen. String. Gibt's doch wahrscheinlich. Ah, Spider Essence. Oder ich lasse Cottonwood und den Dehydrator durchlaufen. Mhm. Ein Squeezer bringt es aus den Anchors raus. Es hieß ja rein theoretisch, wenn ich den Redstone-Signal gebe. Natürlich kein Signal. Hört sich das dumm an oder bin ich einfach gerade so blöd? Ja, das ist jetzt den Wohnraum aus, mir scheißegal. Da will ich keine Half-Slaps, scheiße. Slaps, hier haben wir doch. Ein paar schöne Slaps noch. Und rein theoretisch, wenn ich jetzt also eine von dir hier drunter lege. Green String raus. Okay. Das ist auch ein Weg, wie man es machen kann am Ende. Wenn sich so anschaut. Aber hey. Das Wichtigste ist doch am Ende, dass es funktioniert. Komm schon. Yes. Mal zurücksetzen, dann tun wir alles wegräumen. Zum Testen war das ganz schlecht. Da haben wir noch unseren Generator. Na, jetzt ist dann oben auch alles weg. Perfekt. So. Dann schauen wir jetzt am besten, dass wir noch ein paar Bonsai-Pots kriegen, ne? Ein paar Hopping-Bonsai-Pots. Schauen wir nochmal hier rein, ins ob wir Bonsai-Dinge haben oder Okay, davon haben wir jetzt zum Beispiel viel. Bonsai. Wir wollen jetzt aber Hopping-Dinge machen, oder? Wir brauchen davon viel. Nein, oh, warte. So, bedeutet, wir brauchen auch viel von denen hier. Und jetzt kombinieren wir das. So, mein Inventar ist wieder boom voll. Das können wir gleich wieder ändern dann. So, wir tun noch ein paar Dinger hier hin. Können sie auskleiden, wie schön ist das denn? Alles voll schön ausgekleidet, fertig. Und das ohne Probleme. Das hier haben wir auch noch nicht alles ausgekleidet. Das war die erste Reihe, die wir aus irgendeinem Grund damals mit Dings gemacht haben, aber okay. Ich brauche jetzt also erstmal alles wieder ins Inventar irgendwie reinräumen, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Hier ist ganz viel dabei, was ich aktuell einfach nicht brauche. Davon wird aufgeräumt, ist gleich gar nicht schlecht. So, ich brauche jetzt Dirt. Perfekt, dankeschön. Zack, 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 zack. Schon mal vorbereiten, einfach alles, ne? Muss ja auch sein. Dann holen wir jetzt die Cottonwood Saplings. Und pflanzen die hier an.
Dann holen wir noch die Diamonds. Ich will eine Diamond-Fabrik haben ohne Ende am liebsten. Wer will nicht Diamonds bei sich im Haus haben, ne? So. Diamond-Fabrik. Redstone können wir eigentlich auch nochmal absteppen um 1, damit wir noch mehr Redstone haben, rein theoretisch jederzeit. Redstone Saplings. So. Hier ist so viel Holz drin. Alter, das Holz ist echt ein Problem. Aber man sieht schon, hier kommt echt viel schon raus. Cotton und Resin in Massen. Ist mega geil. Diamonds haben wir jetzt hier. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir noch irgendwas, was wir brauchen könnten auf die Schnelle? Schauen wir einfach die Saplings durch, die wir besitzen. Saplings. So. Merlin können wir anbauen. Haben wir Kohle schon angebaut? Vielleicht auch gar nicht doof. Gold haben wir auch nicht angebaut. Sand, Silver, Zinn. Wir haben viel noch nicht angebaut, wenn wir es so sehen, ne? Lead. Neverack. Wollte ich nicht. Neverack wollte ich noch machen. Passt eh gut auf die Seite. Neverack passt gut auf diese Seite. So, dann ist das jetzt hier auch in Gange. Und unsere große Fabrik wird hier auch mal angepasst. Was wir hier machen, also hier müssen wir auch abreißen, endlich. Bevor sie zu groß werden, kommt das alles weg. Weil immerhin muss das jetzt hier automatisiert werden. Ne? Und dafür muss das Inventar erstmal frei werden. Damit wir das Ganze... So, zack. Dann alles wieder ins Inventory. Keine Zeit, damit sie sich automatisch abflasht. Aktuell geht es ja noch nicht so flott. So. Zack. Und fertig. Und dann kann man die nicht auch schon wieder abbauen. Und das ganze System wird jetzt dann bis hier hinten durchgezogen. Und dann haben wir hier auch die Dirt-Produktion wieder ein bisschen größer. Ist bestimmt mega gut. Mega geil auf jeden Fall. Oh, Diamond-Sachen kommen hier auch schon in Massen rein. Bedeutet, wir können jetzt rein theoretisch hier reingehen und sagen, ich will Diamonds. Also ich will Diamond-Block. Ah, nee, den muss ich so machen, okay. Gehe ich hier hin. No, kein Problem, ein Diamond gemacht. Nice. Aber ich würde sagen, dass, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr haltet von meiner kleinen Farm hier, weil ich finde das eigentlich relativ cool. Die müssen wir jetzt dann noch unten anschließen, alles. Ich werde die, glaube ich, dann hier um eins erweitern noch oder nach hinten weiter erweitern, einfach damit es wirklich so ein langer Gang wird. Und dann unten wir halt eine Leitung durchlaufen lassen können mit der Verbindung, falls wir dann wirklich, wirklich irgendwann endlich austauschen können gegen Storm, mein Lieblingssystem. Sollte das auf jeden Fall klappen. Hier unten die Automatisierung ist auch am vollen Gange. Ich glaube, wir sind schon eigentlich durch. Da ist die Stellarized Redstone drin, da ist die Stellarized Redstone drin. Und es gibt nur noch Molten Iron. Weil wenn wir das abbauen, sollte hier dann Molten Iron rein theoretisch reinkommen. Wenn ich mir nicht... Ja, perfekt. Dann werden wir das bis zur nächsten Folge weiter automatisiert lassen hier. Ich werde die beiden jetzt hier abreißen, dann kann es schön währenddessen weiter Eisen produzieren für uns. Und ja, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.